Und damit herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 2017, unserer Karriere mit Newcastle United hier, die wir uns, muss man ehrlich sagen, eher zum Aufstieg gezittert haben. Aber ist egal, Aufstieg ist geschafft, nächste Saison also Premier League und mehr Live-Spiele. In welchem System, weiß ich noch nicht. Ich habe ehrlich gesagt das neue Gameplay, den neuen Gameplay-Patch noch nicht so lange gesehen. Da müsste ich gucken, ob unserer passt. Genk verkauft Ndidi für 5,8 Millionen zu Frankfurt. Da ist erstens mehr Geld drin und zweitens bessere Adressaten. Aber guter Transfer für Frankfurt. Vereinsjubiläum wurde würdig begangen. Die Saisonabschlussfeier hat man scheinbar schon. Sehe ich hier keine Nachricht zu, ist auch ganz toll. So, bester Spieler Mbemba, bester Torschütze Mitrovic, genauso meistverkaufte Trikots und am öftesten Spieler des Spiels Timo Horn. So, Spielerauszeichnung haben wir damit auch. Bitte nicht abstürzen, ne? Die Folge ist jung. Mbemba hat sein Stellungsspiel verbessert, Mitrovic Schussstärke verbessert. Asensio, ja, deutlich schlechter. Pulisic hat gut gelernt. Besic kommt überhaupt nicht zurecht. Grifo hat viel von Mitspielern gelernt. Huge, hätte ich eigentlich gedacht, dass er stärker wird, aber gut. Ja, Kanté zuletzt enttäuschend. Der dürfte viel gelernt haben, jawohl. Brooks. Morata, viele Tore erzielt. Auf- und Abwertung im Jugendbereich. Da haben wir ja den ein oder anderen interessanten Mann. Allerdings nicht hier dabei, bis auf Hini. So, 3 Level gewonnen hat unser Team. Nehmen wir einfach mal so mit. Oh my gosh. So, Schlupp hat Streit mit Co-Trainer. Dann ist er jetzt endgültig weg. Jetzt wird er entlassen. Auf die Scheiße habe ich keinen Bock, dass der zweimal Stress mit dem Co-Trainer schiebt. So einer provoziert dann seinen Rauspfiff. Schmiss. Rauspfiff ist auch gut. So. Wie viel hat er? 99 mit linker Mittelfeldspieler. Hat er ja auch bald geschafft. 75. Jahre. Das ist sehr gut. So, dann machen wir noch ein bisschen weiter, denn wie gesagt, hier könnten wir wieder 90.000, aber ganz ehrlich, suspendiert, Junge! Suspendiert! Guck mir nicht länger an, was du für eine Scheiße machst. John Anthony Brooks hat an seinem schwachen Fuß gearbeitet, das ist gut. Origi soll Matchpraxis sammeln, das wäre auch so einer, den könnte ich mir natürlich gut bei uns vorstellen. Allgemein bei Liverpool. Der ein oder andere interessante Spieler, aber wie gesagt, wir legen unseren Fokus darauf, was bezahlbar ist. Und ich versuche natürlich, wenn ich es schaffe, den ein oder anderen Vorschlag von euch zu machen, wenn der rechtzeitig gekommen ist. Wie gesagt, bedenkt immer, ich muss im Voraus produzieren. Brooks ist sehr stark, auch jetzt mit dem schwachen Fuß noch mal ein bisschen stärker, macht ihn auch stärker. Das freut mich. Sponsor bezahlt einen Bonus. Kriegen wir da noch ein bisschen mehr Geld, das ist auch super. So, können wir nämlich noch eine Marketingkampagne hinterher schieben. Craig Henderson, auch noch ein interessanter Jugendspieler. Vielleicht will der ja zu uns kommen. So, hier hat sich nichts geändert. Ich glaube, nach unserem Aufstieg ist trotzdem kein neuer Spieler verfügbar, ne? Ne. Bleibt bei denselben. So,
Auslandsangebot. Andre Hahn. Das wäre nochmal einer im rechten Mittelfeld. Der könnte ja, der könnte nochmal richtig abgehen. Aber 11 Millionen ist nicht so viel. Max Christiansen. Überzeugt mich da nicht. Angebot eines höherklassigen Vereins haben wir gar keinen. Und Ausstiegsklausel. Hat vielleicht noch einer eine Ausstiegsklausel, von der wir Gebrauch machen können? Sieht nicht so aus. Schade. Jonathan Tah, Arsenal. Auch schwer schlecht geworden. Junge, Junge, Junge. So. Selbst jetzt können wir kaum mit Spielern reden. Das ist erbärmlich, Alter. Was ist denn, was stimmt denn mit euch nicht? Ihr seid aufgestiegen. Seid doch mal gut im Training drauf, Mann. Junge, Junge, ist das ein Trauerhaufen hier. Da werden so noch zwei, drei Leute auf jeden Fall gehen. Das gucke ich mir nicht länger mit an. Aber die verkaufe ich jetzt nächstes Jahr, nachdem sie die Wertsteigerung mitgemacht haben. Ist ja ganz klar. Hier probieren wir das nochmal. So. Sah doch schon mal positiver aus, dass die beiden miteinander reden. So, weiter geht's. Liverpool steht im Finale. Kana wechselt zu Atlanta Bergamo. Der spielt immer noch. Das ist unfassbar. Der war gefühlt in meinem ersten Fußballmanager schon da. So, De Gea. Achso, hier sind wir ja eh falsch. Hier müssen wir gucken. Timo Horn. Ab in die Ruhmeshalle. Knoche. Hat's auch geschafft, genauso wie Kolasinac und Mbemba. Alle in die Ruhmeshalle. Wer Leistung bringt. Asensio natürlich absolut überragend. Und ja, Morata kommt da dazu, ist ja klar. Macht mir trotzdem Hoffnung für die Premier League Saison, weil eigentlich haben wir ja einen starken Kader. Der muss nur wieder sein Potenzial abrufen. Premier League, Premier League, Premier League. Wir sind in der Premier League. So, Fanartikelverkauf, Verkauf bitte. Den möchten wir nochmal erhöhen, um noch ein paar mehr Artikel verkaufen zu können. Kolasinac vertragen sich wieder. Geil. Haben wir es doch noch geschafft, vor der Premier League den Kader zu bereinigen und alle Frieden schließen zu lassen. Sehr, sehr schön. Pulisic kann nun links und rechts spielen. Das ist auch sehr gut. Pulisic. Ibrahimovic natürlich eine absolute Vollgranate, 47 Tore. Junge, 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 Junge. Da kriegen wir nächstes Jahr schwer was zu tun. Da kann ein Bemba mal zeigen, was er kann, oder ein Brooks. Wobei, in Amerika müssten wir jetzt eigentlich richtig gut Sachen verkaufen. Ne? Wir haben Brooks, wir haben Pulisic. Das sind so die beiden beliebtesten Amerikaner. Eigentlich müsste man da einen Fanshop eröffnen. So, da können wir jetzt das nochmal ausbauen. Ne, haben wir kein Geld mehr für. Dann doch wieder was Kleines wie den Fitnessparcours. Aber auch den können wir nicht. Dann eben das Schulungszentrum. Zack. Auch gut für den Auswärts- und Heimbonus. So, hier ist ansonsten nichts passiert. Jugend schickt man nochmal auf Reisen. Ab in den nächsten, Richtung nächsten Monat.
Oh, 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 oh. Ja, immer noch kein spektakulärer Transfer dabei. Wäre aber hier zu dem Zeitpunkt auch fatal. Ayu mit 35 Toren Torschützenkönig. Mitrovic mit 31 knapp dahinter. Hat halt zum Saisonende nicht mehr geknipst. Torwart des Jahres, auch keiner von uns dabei, weil Horn auch nur die Hälfte des Jahres da war. Und so bleibt insgesamt Ayu vor Mitrovic. Philipp Hoffmann wird durch den Abstieg verfügbar, hat aber nicht das nötige Talent. Den habe ich mir im Pro Evolution Soccer für Hertha gekauft. Richtige Granate, kann ich nur sagen. Zweite Halbzeit, einwechseln vorne ins Sturmzentrum. Der macht sie per Fuß, die Abstauber, die dreckigen, ekelhaften oder per Kopf. Oder auch mit links mal ein Hammer aus der Distanz. Also wirklich richtig geiler Typ. Aber da habe ich eh allgemein sehr gut in der Championship eingekauft. Auch durch dieses Let's Play hier. Kachunga habe ich mir auch geholt. Den wechsle ich meistens mit Hoffmann zusammen ein. Übernimmt dann die Position von Timo Werner, den ich als Stammspieler hinter den Spitzen habe. Und ja, als erster Stürmer Davy Selke. Das ist alles so. Ich habe da schon geile Jungs dabei, muss ich sagen. Macht Bock. Werde ich eventuell heute Abend auch nochmal kurz weiter zocken. So, neuer Artikel bereit, aber wir können, glaube ich, nicht mehr verkaufen, immer noch nicht. Ja. Deswegen gucken wir nur nochmal in die Jugend, dass wir da im letzten Monat nochmal alles mitnehmen, was wir kriegen können. So, dim. Gleich kommt dann auch neuer Monat. Und dann neue Marktwerte und dann ist ja bald die Premier League schon da. Alter, habe ich Bock drauf, muss ich sagen. Da habe ich Bock drauf. Gibt's vielleicht bei den Spielern, die wir jetzt noch nicht kriegen, gibt's da hier bei denen, ihr wisst schon, bei denen hier, gibt's da, wenn ich diese Option hier wegmache, auch noch andere, die vielleicht dann verfügbar werden. Schmollo, aber der wechselt scheinbar. Pascal Groß. Da wären schon zwei, drei interessante Namen gewesen, ne? Schade. Aber die gehen scheinbar woanders hin. Marlos geht zu Hamburg. Auch nicht mehr der Jüngste mit 28. Und Hamburg ist nochmal ein paar Millionen losgeworden. A-Jugend, Platz 2 hinter Chelsea. Das ist schon mal viel wert. Auch wenn wir nur in der zweiten A-Junioren-Tabelle sind. Nicht in der ersten, aber es kommt ja noch. So, Montero, Kevin De Bruyne und Gündogan. Vertrag des Mitarbeiters, den wollen wir verlängern. Mach mal 75.000. So, den wollen wir auch holen. So, und gleich haben wir einen neuen Monat, neue Marktwerte. Und ich habe dann Folgenende, weil ich muss auch so krass auf Klo, Alter. Das klopst du gar nicht, ne? Das klopst du gar nicht. Wie ich krass auf Klo muss, Alter. So, Vereinsmuseum erwirtschaftet Gewinn von 50 Euro. Alter, da kann ich direkt eine Runde geben. Richtig krass, was wir da an Gewinn erwirtschaften. Das kannst du dir nicht ausdenken. Haltet euch fest, ey. 50 Euro. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen soll hier für Newcastle. Davon könnten wir uns eigentlich Messi kaufen für die 50 Euro. Also, das geht ja richtig steil, gehen wir hier. So, 66 und 65 ist auch höher als 63, wenn ich in Mathe früher gut aufgepasst habe. So. Trotzdem, Juda Jugendspieler hier, 16 Jahre, hat noch ein Potenzial nach oben. Ist ein Engländer, wie gesagt, da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen, dass wir ein paar Engländer noch dazu holen. Ist ja Vorschrift, dass da eine gewisse Anzahl an Engländern im Kader vorhanden ist oder in der Premier League in England ausgebildeten Spielern. Ah, keep on falling. Jetzt habe ich alles gemacht, außer die Marktwerte angepasst. Also manchmal bin ich schon ein richtiger Held. Also ein richtiger Held bin ich. So, nächste Saison, ne? Im nächsten Monat explodieren die Marktwerte so richtig, weil es dann Premier League Marktwerte sind.
dann ist eine Ihre Nacho keine 15 Millionen mehr wert, sondern 20. Nächster Jugendspieler entdeckt, aber der ist nicht ganz so gut. Den lehnen wir einfach ab, mit dem befasse ich mich gar nicht. Nö, sehe ich nicht ein. Ich will hier schneller durchkommen, weil ich muss so krass pinkeln. Ich könnte euch ja auch alleine lassen, Folge dürfte ja lang genug sein und macht den Rest hier offscreen, das geht auch schneller. Und nehmt euch da mit, wenn was Wichtiges ist. Ich glaube, das wäre eine bessere Maßnahme, ne? Weil sonst habe ich hier gleich in die Hosen gemacht. Machen wir halt einfach so. Also, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Jetzt dürfte eh nichts mehr Spannendes passieren. Und falls doch was Unerwartetes passiert, wie ein Angebot reinkommt oder so, dann nehme ich euch wieder mit, mache einen Screenshot davon und dann passt das. Wie viel Baukosten haben wir noch? Nicht mehr so viel, dass es ausreicht. Ist alles gesagt. Daumen nach oben, wenn euch die Saison gefallen hat, ihr Bock auf die zweite Saison habt, dann in der Premier League mit richtig krassen Gegnern. Da werden wir so das eine oder andere Mal untergehen, aber unser Ziel ist auf jeden Fall dann nicht abzusteigen. Vielleicht, wenn wir einen richtig guten Saisonstart erwischen, zum Ende hin Richtung oberes Tabellenfeld zu schnuppern, aber dazu braucht man sehr viel Glück, weil das gibt der Kader dann doch noch nicht ganz her, wenn jetzt alles so bleibt, wie es gerade ist. Ich bedanke mich trotzdem, bin gespannt, wie wir hier weiter hantieren. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und ja, das ist unser Team. Schreibt in die Kommentare, wen ihr gerne länger bei uns sehen würdet und wen ihr nicht mehr bei uns sehen wollt. Und natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr Vorschläge für neue Spieler habt und wenn ihr Jugendspiele übernehmen wollt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr vollends zufrieden seid. Und wenn ihr nicht zufrieden seid, schreibt mir ruhig auch da einen Kommentar, warum ihr nicht zufrieden seid, was ich besser machen kann. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, Abo dalassen, um kein Video zu verpassen. Schaut auch unten in die Videobeschreibung rein, dort gibt es immer mal wieder was Neues. Ich bin raus, habt weiterhin Spaß und bis zur nächsten Folge dann in der Premier League. Bis dann, ciao.